Glück auf. Wir sind die Schüler von der ehemaligen Schule von Wildschaust. Ne? Ich war ja auch der, also der, einer von den letzten mit, ne? Der dort der Schule gegangen ist, ehe sie zugemacht worden ist. Also meiner Meinung nach ist die 1923 eröffnet worden, also gebaut worden, vorher schon. Und 1964, meiner Meinung nach, ist dann gab es das Ende. 66. Ja. Ich bin der Onkel Christoph von Wildschaus. Und die Schule war das letzte Haus hinten. Vor allem im Winter war es nicht schlecht, da konnte man gleich mit der Hausschuhe hinterlaufen. Es gab in Wildschaus zwei Klassenzimmer, von der ersten bis zur vierten Klasse und von der vierten bis zur achten Klasse. Außer das erste halbe Jahr bei uns, das waren wir acht Klassen. Da waren wir acht Klassen, ja, weil wenn zu viele Kinder waren. Ne? Es gab ein Sportzimmer, es gab ein Lehrerzimmer und es gab oben noch ein Zimmer in der ersten Etage, in der zweiten Etage, dann, wo sich die Lehrer auch vorbereiten konnten. Die sind dann runtergegangen und haben dann ihren Unterricht gemacht. Und draußen hat man einen großen Platz und da gab es eine Sprunggrube für Weitsprung. Es gab ein Reck und auf dem Platz haben wir dann auch Sport gemacht. Jawohl. Es gab ein, zwei Lehrer für alle Klassen und der Lehrer, der hat eigentlich ja alles gewusst oder alles gemacht. Der Herr Straßburger und der Herr Kunze. Und hier ist der Sohn von Herrn Künze noch. Ja, ich war auch bei ihm als Schüler. Und zwar bis zur vierten Klasse und das war 1964. Wir haben auch viel in der Natur gemacht. Wenn schönes Wetter war oder Winter war schön, konnten wir heimgehen, Schneeschuh holen, dann sind wir fort. Ne? Mit den Schneeschuhen, das war viel mit der Natur, auch im Wald und so. Viel wandern, ne? Viel sehr wandern viel sind wir gegangen. Der Lehrer hat ja sogar einen kleinen Witzau gehabt, ne? Ja. Die ist auch mitgelaufen und der Rehe und der Mörder oder was er auf der Schulter hat. Es war immer interessant. Ich muss auch sagen, die Schule hat sich dort gut etabliert. Also es wurde auch gut von Anfang an dort Unterricht durchgezogen. Also das war eine runde Sache. Und der Zusammenhalt war schön. Ne? Und das war auch schön, ja. Das war familienmäßig, war das. Ja. Eigentlich aus jedem was wurde, ja, genau, ne? Ja. Könnt doch mal sagen, was jeder ist hier. Ich war Elektriker. Ich habe im Wald gearbeitet, Waldarbeiter. Ich war Revierförster. Ich war bei der Post. Und ich war in der Stickerei. Ich war in einem Kraftwerk als Elektroingenieur. Und ich habe in Freiberg studiert und war dann anerkannter Sachverständiger für Geotechnik. Schön war es auch in Sachsengrund. Da sind wir in die Block hin, haben wir da übernachtet. Mit der Handwagen sind wir dann auf. An der Tschechengrenze ja, üben. Dann sind wir 14 Tage lang an der Blockhütte üben. Ja. Das war herrlich. Ach, das war herrlich. Ferienspiele gab es ja in Wildschaus nicht. Da sind die Klassen zusammengenommen worden und da sind wir nach Mecklenburg gefahren. Mhm. Ja. Bob, als Betreuer. Mein Vater ist mitgefahren. Ja. Das waren Zeiten. Da habe ich das erste Mal geangelt in Mecklenburg. Mit einem normalen Haselruder, da hast du bloß so Naus und da haben wir gefangen. War Wahnsinn. Ich war später noch mal oben, da war Campingplatz und sonst was. Aber das Angeln, das war der Staat. Die Umstellung auf die große Schule, ich bin ja noch nach Kartfeld in der Schule gegangen. Das war schon eine Umstellung. Ne? Erstens mal die große Schule, wenn du gekommen bist, dann hat es ja geklingelt in den Pausen. Das haben wir ja alles nicht gekannt, hier so die Sachen. Ja, ne? Ja. Von mir war das keine Umstellung, also ich konnte nichts sagen. Wir waren im, was naturwissenschaftliche Sachen waren, waren wir im Vorteil, auf alle Fälle. Ja. Die eine Klasse hatte Unterricht. Zwei Mann, die hatten Unterricht, wenn zwei Mann waren, bei uns waren zwei Mann, hatten Unterricht, die anderen, was der Klassen waren, die mussten irgendwas aufschreiben. Mhm. Und dann ging es wieder, und dann kam da nochmal, du warst laufend am Ball. Du hast immer was erzählen müssen. Wenn du schreiben musst, hast du immer gehorcht, was haben die anderen, was haben die gesagt gekriegt, was haben die gelernt. Das hast du immer mitgekriegt. Wir waren immer im Vorteil. Wo ich nach Heide kam,
Erdkunde, was war noch, Biologie, die ganzen Fächer, das haben wir alles lang gewusst. Haben wir Wildschaus schon alles mitgekriegt. Die haben Fußball gespielt und unser Lehrer, der Herr Straßburger, ist mit der Pfeife Fußball. Und der Christoph, der schießt, und der Herr Straßburger wollte mit dem Knie den Ball abfangen, auf dem Bein und an der Pfeife, und die Pfeife stand hinten drin. Er war seit da geleitet. Wir haben einmal Weihnachtslaterne mussten schnitzen, da waren wir erste Klasse, weißt du das noch? Haben wir so Pappe gekriegt und ein Messer. Und wir sollten so wie Tannenbaum rausschnitzen. Ich habe angefangen, abgerutscht und meinen Finger geschnitten. Die Blut weggenommen worden, nicht weitergebaut worden. Also man muss halt auch den Lehrern erst einmal ein Lob aussprechen. Die mussten sich die haben ja Bescheid in allem gewusst. Ja. Nicht bloß der eine hat Geschichte und Mathe, sondern überall mussten die sich auskennen. Und haben sich halt auch ausgekannt. Und alle Klassen. Alle Klassen. Ja. Von 1 bis 8. Und dann gab es auch Nadelarbeit. Nadelarbeit. Aber auch für die Jungs. Auch für die Jungs. Ja. So ist man an der Schule, an der Hausmauerhausen. Ja. Der Reichsmannruth hat uns unterrichtet. Ne? So ist er dort. Schönes Wetterhausen, ne? Mit den Stricknudeln. Die Stricknudeln wie Brachstangen haben wir da gestrickt. Ne? Socken. Und wenn du Heimarbeit gekriegt hast, dann bist du wiedergekommen. Ein paar Tage später soll der Ruth, ne? Frank, deine Mutter kann fein stricken, ne? Ich hatte ja Töpflappen musste ich stricken. Ja. Zu groß. Und da war unten das erste Stück, was ich gestrickt habe, das war knochenhart. Den konntest du nie behalten, da hat es nicht geboten. Und da hat mir eine alte Frau hat mir geholfen, mitgestrickt. Und von dort an ging der Töpflappen, blub, ist da abgekippt. Ich konnte nicht so straff ziehen. Siebenmal haben wir uns getroffen und durch Corona sei ja jetzt 3 Jahre ausgefallen gewesen. Und dieses Jahr machen wir wieder, also praktisch das 7. Treffen. Ne? Dann machen wir die 100. Jahre voll.